Experiment geglückt. Rund 100 Besucher haben am Dienstagabend am ersten Speed-Dating in Goldenstedt teilgenommen. Die beiden Bürgermeisterkandidaten Alfred Kuhlmann und Michael Wübbelmann nahmen für jeweils 5 Minuten an verschiedenen Tischen Platz und standen den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Das Glöckchen signalisierte den Wechsel. Die Frauenunion und die Landfrauen Goldenstedt hatten zu der Veranstaltung im Bürgersaal eingeladen. Das Format haben wir gewählt, weil wir denken, dass viele Frauen leichter tun, in kleinen Gruppen zu sprechen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Ja, das haben wir. So kann man sich besser austauschen untereinander. Und in der Zeit, wo der Kandidat nicht zugegen war, konnte man sich dann auch noch austauschen und neue schon Fragen weitere erarbeiten. Es war ein sehr interessanter Abend mit einem interessanten Format. Die Themen waren, glaube ich, zumindest bei mir, in erster Linie die Ortskernsanierung, die Bereitstellung vom Bauland und Kinderbetreuung. Leider war die Zeit an den einzelnen Tischen ein bisschen kurz bemessen, also die 5 Minuten verflogen, als wäre nichts gewesen, aber ansonsten ein sehr interessanter und schöner Abend. Ja, und für mich war es sehr abwechslungsreich, weil es waren unterschiedliche Menschen und Gruppierungen hier, sodass man auch unterschiedliche Themen an den Tischen hatte. Für mich war ein zentrales Thema auch die kommunale Entlastungsstraße, die in Goldenstedt mal angedacht war, aber aus Finanzgründen momentan nicht realisiert werden kann. Dann war natürlich auch das Thema Bildung sehr im Fokus der Menschen und vor allen Dingen die Kinderbetreuungszeiten, denn da merkt man doch hier, weil viele Damen hier waren, die Arbeit und den Beruf und einen Hut zu bekommen, ist doch ein Thema, was die Damen hier in der Gemeinde beschäftigt. Da müssen wir uns zukünftig noch besser aufstellen.